So Leute, kleines Infovideo, warum keine Videos gekommen sind und warum ich jetzt ein Video dazu mache. Das der Grund ist, meine Seite explodiert langsam, weil ich ständig Aufrufe bekomme und ständig Nachrichten bekomme, warum denn jetzt nach dem Ende von Pokémon XD nichts mehr kommt. Ja, der erste Grund ist, ich habe wahrscheinlich nicht genügend Videos voraufgenommen. Ja, das heißt, von meiner Seite kamen jetzt keine Videos, weil ich keine Videos hatte. Also ein paar hatte ich jetzt, aber die habe ich jetzt noch nicht veröffentlicht. Auf jeden Fall kommt morgen ein Yu-Gi-Oh! Vlog, nämlich der 15. Vlog, der ne, ich glaube, da habe ich noch nichts zu verraten gehabt, aber das Video steht eigentlich auch schon länger. Ich kam nicht dazu, es zu bearbeiten. Jedenfalls ist es hochgeladen und wird morgen veröffentlicht. Also schaut um 13:30 Uhr vorbei. So, dann privat geht's weiter. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, was ich in meinem Ankündigungsvideo gesagt habe. Ja, so gut informiert bin ich, Leute. Ich hatte ziemlich viel zu tun. Das liegt daran, dass ich aktuell quer durch Nordrhein-Westfalen fahren musste. Ja. Fahren musste. Und da musste ich gewisse Tests machen. Und heute war jetzt zum Beispiel so ein Tag, wo ich morgens losgefahren bin und bin gerade wiedergekommen. Und es ist spät abends. Ja, Test bestanden. Und jetzt warte ich im Grunde nur noch auf den Bescheid, dass ich die Ausbildung bekomme. Und dann sieht es mit den Videos nämlich noch schlechter aus, denn warum jetzt auch keine Videos kommen, liegt daran, ich habe einen Laptop. Das verrate ich auch in einem neuen Projekt, in Part 4, glaube ich. Und der überhitzt gerne, wenn ich rendere. Das heißt, nach 5 Minuten Rendern ist das Teil aus, weil es über 90 Grad ist. Du, da müsste ich Ventilator reinmachen, neuen und so weiter. Und das funktioniert momentan nicht. Das heißt, aufnehmen kann ich. Ja, nur das Rendern schaffe ich nicht. Und wenn ich die Ausbildung bekomme, wohne ich weit weg von meinem Hauptrechner und den nehme ich nicht mit. Der bekommt meine Familie und deswegen kann ich nur rendern, wenn ich zu Besuch wieder hier bin. Oder ich besorge mir einen neuen PC, aber ich glaube, das wird finanziell nichts. Also erstmal nichts. Außer ihr habt zufälligerweise günstig einen PC, mit dem man relativ gut rendern kann. Ja, das funktioniert. Beziehungsweise ihr habt einen PC, der 2010 hergestellt ist und verkauft ihn relativ günstig. Dann könnte man theoretisch was machen. Wenn ihr sowas habt zum Beispiel, könnt ihr natürlich mich persönlich auf meiner Facebook-Seite anschreiben. Link ist unten in der Beschreibung. Dann können wir vielleicht was aushandeln. Beziehungsweise vielleicht kann man es abholen oder vorbeibringen oder sonst irgendwas. Na, das kann man aber noch bereden. Also wenn jemand einen PC hat, der so gut ist, dass man eventuell Modern Warfare 2 spielen kann. Wie gesagt, der ist nicht zum Zocken, der ist einfach nur zum Rendern da. Und das würde mir mega, mega helfen. Da ich es blöd finde, wenn ich aufnehmen kann, aber nichts hochladen kann, ne? Beziehungsweise nichts rendern kann. Ja, und ich glaube, ihr wollt keine Videos sehen, die ohne Stimme aufgenommen wurden oder beziehungsweise mit auf Stimme aufgenommen wurden. Das funktioniert ja mit Elgato, aber halt mit schwarzen Rändern. Und das geht leider nur, indem ich es rendere. Ne? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr sowas habt oder ein Laptop wird auch funktionieren, wie gesagt, wenn ihr das günstig anbietet, könntet ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, beziehungsweise besser wäre es natürlich eine Nachricht und dann könnte man eventuell drüber reden. So, das wäre so ziemlich das, was aktuell ist. Ich warte jetzt, wie gesagt, noch auf die Antwort und dann sage ich auf Wiedersehen. Nein, nein, natürlich nicht. Wenn ich die Ausbildung habe, werde ich natürlich weiter YouTube machen. Das bedeutet aber dann nur, dass ich mein richtiges Projekt machen kann und die Videos kommen dann unplanmäßig. Das heißt, ihr könnt dann nur noch Videos zum Beispiel von Fräulein Rotenburg sehen, die das und dann super macht, dass sie immer Freitag und Samstag, Sonntag eine Folge rausbringt und dann seht ihr von mir leider vielleicht ein Video pro Woche.
wenn ich es hinkriege jedenfalls. Ja, mehr wird das leider in der Hinsicht nicht, denn ich muss mich natürlich auch auf die Ausbildung konzentrieren und naja, so sieht momentan der aktuelle Stand aus. Wie gesagt, morgen kommt ein Yu-Gi-Oh!-Vlog wieder mal. Und ja, dann versuche ich jetzt die Tage bzw. die Wochen, die ich jetzt noch habe, voraufzunehmen und vorzurendern. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Ja, dass ich dann irgendwie vielleicht für einige Monate was im Voraus habe. Das kann ich euch aber nicht versprechen. Ja, so, das war's von mir soweit. Bis dann, haut raus und ciao.